Hatte ja vor einiger Zeit schon mal ein Erklärvideo gemacht zu meiner Möglichkeit bzw. zu meiner Lösung, wie man mit diesen klassischen RS485 ICs, Umsetzer-ICs, zum Beispiel dem LTC 1485 hier im Bild, eine automatische Umschaltung realisieren kann. Also dass da einfach, wenn der ein TX-Signal kriegt, auf der TTL-Pegelseite automatisch den Driver enabled auf der Ausgangsseite und entsprechend was sendet. Und danach, wenn nichts mehr kommt, wieder auf Receive umschaltet. Da ist mir auch aufgefallen in den Kommentaren, dass es offenbar noch einige gibt, die sich mehr für RS485 an sich interessiert hätten, wie das überhaupt funktioniert, signalübertragungstechnisch. Ich hatte das nochmal so kurz angerissen und hatte dann gemerkt, okay, da gab es auch Interesse dran, deswegen dachte ich mir hier, ich lagere das nochmal kurz in ein weiteres Erklärvideo aus. Und zwar jetzt mal nur speziell die Signalübertragung und warum die bei RS485 relativ störsicher ist und bei dem TTL-Pegel davor, obwohl es eigentlich die gleiche Spannungsanlage ist, doch gar nicht mal so störsicher ist. Zwar im Prinzip das, was jetzt von zum Beispiel einem Mikrocontroller kommt oder so auf TTL-Pegel, also 0 und 5 Volt oder 0 und 3,3 Volt und in solchen Umsetzer-IC dann reingeht und auf der Ausgangsseite entsprechend das RS485-Signal und warum das hier auch einen Kilometer lang sein kann und man da relativ wenig Probleme zu erwarten hat. Gucken wir uns also erstmal die TTL-Seite an. Es ist ja so, dass so ein RX oder ein TX-Pin in diesem Fall mal, der ein Signal aussendet von einem Controller oder einer sonstigen Schnittstelle, erstmal gegenüber GND ein gewisses Rechtecksignal erzeugt. Also ein gewisses Signal, was in GND bezogen ist. Sie haben also zum Beispiel hier 3,3 Volt, wenn der jeweilige Pin auf High schaltet und das ist dann als ein Signal zu interpretieren. Und wenn der Pegel auf 0 Volt ist, also auf GND, ist das mal als Nullsignal zu interpretieren. Jetzt mal als Beispiel. Kann natürlich auch invertiert sein, kommt immer darauf an, wie man das Ganze auch betrachtet. Aber das soll jetzt mal so der Anhaltspunkt sein. Sehe dann also letzten Endes so aus: und man hat dann Einsen bei einem High-Signal und Nullen bei einem Low-Signal. Und dementsprechend gibt es irgendwo in der Mitte eine Schwelle oder auch eine Hysterese, je nachdem, was man da für eine Schnittstelle hat. Und da wird das Ganze dann, wenn es da drüber liegt, als 1, aber wenn es da drunter liegt, als 0 betrachtet. Oder eben umgekehrt, wenn es invertiert ist. Ist ja jetzt erstmal egal. Man unterscheidet jedenfalls zwischen diesen beiden Signalen 0 oder 1. Dementsprechend nur über den Spannungspegel in Bezug auf GND. Das ist jetzt sozusagen die TTL-Schnittstelle. In diesem Fall mal, also ein RX oder ein TX-Pin. Wenn man jetzt eine Störquelle in der Nähe hat, also sagen wir mal zum Beispiel, klassisches Beispiel, ein Frequenzumrichter ohne Filter mit einem langen Kabel zum Motor, was nicht geschirmt ist, was natürlich kein Mensch tun würde, was man aber komischerweise trotzdem öfter mal findet, wäre so ein klassisches Beispiel, wenn so eine Leitung im gleichen Kabelkanal daneben liegt, die dann eine entsprechende hohe Flankensteilheit hat und dadurch halt induktiv oder auch kapazitiv auf das Kabel, wo wir eigentlich unser Signal übertragen wollen, überkoppelt. Und dann sehe das Ganze dann schnell mal so aus, dass nämlich in unsere Signalleitung, die wir da haben, dieses, was auch immer es ist, ein Rechtecksignal oder ein Sinus mit Spitzen drauf, verschiedenster Form, irgendwas steilflankiges auf jeden Fall, was dann entsprechend einkoppelt in unser Signal, wo wir eigentlich Daten übertragen wollen. Und dann sieht man schon, diese Daten an sich verschieben sich dann in ihrer Spannungshöhe. Und da haben wir auch schon das Problem, weil wir gucken ja an dieser gewissen Schwelle, an dieser gestrichelten Linie gegenüber GND. Wenn wir da jetzt gucken, dann stellen wir fest, na, es gibt ja jetzt plötzlich High-Signale, die dann am Low-Pegel liegen und dann gibt es plötzlich hier Low-Signale, die auf dem High-Pegel liegen. Das heißt also, mein Byte-Strom, mein Datenstrom, den ich da gesendet habe, der entspricht dann am Ende gar nicht mehr dem, was ich ursprünglich da eigentlich senden wollte. Das heißt also, ich habe da Übertragungsfehler. Im besten Fall gibt es da noch eine Checksumme, die einem das dann sagt, dass da was nicht stimmt. Letzten Endes führt es aber zum Gleichen. Ich kann meine Daten am Ende nicht mehr verwenden, weil sie sozusagen so verbogen sind durch das Störsignal, dass ich am Ende nichts mehr rauskriege. An der Stelle setzt jetzt RS485 an. Können auch sagen Modbus oder CAN-Bus oder was auch immer. Es gibt ja verschiedene Protokolle, die mit einer symmetrischen Übertragung, die es jetzt ist, das vorher war eine asymmetrische Übertragung, dies ist jetzt eine symmetrische Übertragung, funktionieren. Ich nehme jetzt mal das Beispiel RS485, weil es als Industriebus relativ bekannt ist. Und zwar ist es jetzt so, wir haben hier immer noch unser Originalsignal, was wir noch von eben kennen, also entsprechend eine Folge aus Einsen und Nullen. Was jetzt aber dieser IC, der Treiberschnittstelle auch immer mit RS485, was denn das tut, ist, dass ein invertiertes Signal dazu generiert wird. Das sieht genauso aus, ist nur gespiegelt im Prinzip. Also man stellt sich hier in der Mitte die Spiegelachse vor und dann sieht man schon, das Signal ist einfach nur gespiegelt gegenüber unserem Originalsignal, also sozusagen invertiert. Und letzten Endes haben wir aber an den Daten an sich erstmal nichts verändert, weil wir übertragen immer noch beim High-Pegel unsere 1 und beim Low-Pegel unsere 0. Und das Einzige, was jetzt dieser Treiber-IC macht, hardwareseitig, ist da einfach nochmal das gleiche Signal invertiert dazu zu packen auf einer zweiten Leitung. Wir haben jetzt also zwei Signalleitungen und nicht mehr nur eine wie eben.
Und der große Unterschied ist, wir beziehen das Ganze jetzt nicht mehr auf GND. Also wir sehen ja auch, wir haben hier ja keine GND-Linie mehr, weil die in diesem Fall jetzt uninteressant wird. Deswegen habe ich die auch weggelassen. Sondern wir werten jetzt nur noch anhand der Differenz zwischen den Leitungen aus. Das heißt also, ein großer Abstand zwischen den Leitungen, also ein hoher Spannungspegel, wäre jetzt in diesem Fall die 1. Und eine kleine Differenz, also ein kleiner Spannungspegel zwischen den beiden Signalleitungen, wäre eine 0. Das ist jetzt sozusagen immer noch den gleichen Datenstrom, den wir übertragen, und es ist auch immer noch mit Nullen und Einsen, und es ist auch immer nur noch das eine Signal, was wir reingeben, aber durch dieses gespiegelte Signal darunter können wir jetzt den Abstand auswerten zwischen diesen beiden Leitungen. Und was jetzt passiert, wenn da eine Störquelle dazukommt, ist ja, dass diese Störquelle natürlich in beide Signalleitungen einkoppelt, weil diese Signalleitungen sind im besten Fall natürlich auch noch verdrillt und liegen dicht nebeneinander, beziehungsweise wenn sie verdrillt sind, dann liegen sie ja umeinander rum sozusagen noch. Das heißt also, wir sorgen in diesem Fall bewusst dafür, dass das Störsignal, was wir haben, in beide Leitungen gleichmäßig einkoppelt. Und das ist auch genau das, was wir jetzt sehen. Beide Spannungspegel vom originalen und vom invertierten Signal verschieben sich entsprechend der Störquelle. Hier. Was wir jetzt aber auch sehen, ist, dass dieser Abstand nicht verändert. Also den Spannungspegel, den wir auswerten zwischen den beiden Signalleitungen. Also hier der große Abstand für eine 1 und der kleine Abstand für eine 0, der verändert sich nicht, weil ja das komplette Signal, also beide Leitungen, entsprechend der Störung verschoben werden. Das heißt also, wir haben hier prinzipiell in der Form erstmal kein Problem. Unser Datenstrom, den wir übertragen wollen, der bleibt gleich. Wir haben nur eine Verschiebung gegenüber GND, aber die interessiert uns ja in diesem Fall beim symmetrischen Signal nicht mehr, weil die werten wir ja gar nicht aus. Es gibt natürlich in der Praxis irgendwo Grenzen. Ich kann jetzt das Signal nicht so stark bestören, dass ich irgendwann mehrere hundert Volt von GND entfernt liege. Das macht der Treiberbaustein nicht mehr mit. Der hat dann da irgendwann auch sein Limit. Aber ich sage mal so, die meisten Treiberbausteine, so grundsätzlich so ein paar 5, 6, 7, 8 Volt, 9 Volt oder plus entsprechend, können die gegenüber GND eine Abweichung verkraften. Also da schaffen die das Signal trotzdem noch auszuwerten. Und das ist schon ein bisschen was. Da muss man schon ganz schön stören, bis man das erreicht. Wenn man jetzt aber natürlich das krass heraufbeschwört und ein wahnsinniges Umfeld schafft, was Störeinflüsse hat, und man hat da irgendwann ein paar hundert Volt auf seinen Signalleitungen drauf gegenüber GND, dann schafft das natürlich der Treiberbaustein auch nicht mehr. Dann stirbt er einem irgendwann auch mal weg. Wenn man solche Fälle hat, kann man natürlich mit einer galvanischen Trennung arbeiten. Also man fügt zum Beispiel Optokoppler ein und betreibt den RS-485-Baustein über einen galvanisch getrennten DC-Wandler mit einer eigenen Versorgungsspannung. Dann funktioniert das, dann ist das auch nicht so schlimm, wenn die GND-Potenziale mal ein paar hundert Volt auseinander liegen. Muss dann entsprechend gucken, dass die Optokoppler und der DC-Wandler das abkönnen. Dann kann man sowas aber auch machen und dann stört das auch nicht mehr weiter. Das ist aber ein anderes Thema. In diesem Fall jetzt nur einmal kurz der Unterschied zwischen einem GND-bezogenen Signalpegel und einem Signalpegel, wo nur der Abstand zwischen zwei Leitungen ausgewertet wird. Und daher rührt dann auch entsprechend die Störunanfälligkeit. Das soll es auch schon gewesen sein. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und tschüss.